Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei LS22 Bildet. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freut mich sehr, dass ihr dabei seid, meine Lieben. Und ja, ich würde sagen, weiter geht's, ab geht's. Wir haben viel zu tun. Ich habe ja gerade mal die Feldübersicht. Die 38 wird jetzt angesiedelt. Also jetzt gleich, die 32 ist fertig angesiedelt. Wir machen eine schöne Runde Hafer. Wir haben auf der 31 Baumwolle, 30 walzen wir schon. Die ist so gut wie fertig. Da müssen wir dann nur noch einmal mit der Spritze drüber. 38 machen wir aktuell noch Stoppelstotz. Dann wird die auch angesät mit Hafer. Nochmal gedüngt. Ne, obwohl düngen brauchen wir wahrscheinlich gar nicht, weil die direkt seine Düngefunktion hat. Aber dann auch nochmal walzen und einmal spritzen. Ne, mit Pflanzenschutz. So, und dann müssen wir mal schauen. Geht es langsam in die finale Phase, in die finale Wachstumsphase. Also die Feldschläge müssen wir auch noch alle ansehen. 50, 51, 53. Das machen wir aber wahrscheinlich selber. Und die 68, unser Kartoffeltestfeld. Das wird langsam reif, meine lieben Freunde. Das wird langsam reif. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Wir haben ja einen guten Preis gekriegt. Um die 1200 bekommen wir pro 1000 Liter Pommes. Ne? Wir wollen ja aus den Kartoffeln Pommes herstellen. So, ihr hattet mir auch in die Kommentare geschrieben, dass ich die Maschinen reparieren soll, dass sie dann wieder mehr an Arbeitstempo gewinnen und so weiter und so fort. Ist alles richtig. Das Problem ist, wir müssen mal schauen, was die Reparatur kostet. Ne, die nächste Maschine, die jetzt fertig ist, werden wir dann auch reparieren oder werden wir zumindest mal uns ein Angebot machen lassen für eine Reparatur bei mir in der Werkstatt, die ich ja direkt am Hof habe. Und dann schauen wir einfach mal, was das Ganze kosten würde. Denn ich denke, dass sich das nicht lohnt. Der Pommespreis ist so gut wie fest übrigens. Also der ist so gut wie fest. Also der bewegt sich irgendwo in diesem Dings. So. Ich habe jetzt ein paar Mal im Chat gelesen, wir sind ja im Livestream, dass ich das LU anrufen soll. Die Frage, warum soll ich das LU anrufen? Wir haben hier einen Folgeauftrag. Von daher ist eigentlich alles entspannt. Leon und Annie, Dankeschön für die Wichtigkeit. Vielen, vielen Dank. Kuss. So. Gut. So. Achso. Lohnunternehmen. Ach. Weil. Da war hier besetzt. Müssen wir kurz warten. So. Wegen dem Traktor. Alles klar. Ja, ja. Wegen dem Traktor. Verstehe. So, wir haben es 11.51 Uhr. Das Schöne ist, wir werden definitiv vor der Nacht alle Felder fertig bekommen. Das ist wirklich, das schmeckt auf jeden Fall. Weil dann könnt ihr schon mal gut, dann könnt ihr schon mal gut reifen über Nacht. Ihr könnt schon mal die ersten Körner sprießen quasi. So. 1050 macht gute Arbeit. Ich bin so unfassbar froh. Ich bin so unfassbar froh, dass der 1050 mit am Start ist. Dass wir den wiedergeholt haben zu einem wirklich guten Preis. Also das war eine klasse Sache. Oh, Matze, haut 10 Saps. Matze, du verrückter Kerl, haut 10 Saps raus. Ich glaub's nicht. Ja, wir haben jetzt gerade im... Oh, jetzt haben wir in der Aufnahme. Leute, jetzt seht ihr mal... an die YouTuberinos, die ganze, die das auf YouTube sehen, sehen jetzt mal, wie das hier im Livestream abgeht. Also immer Montag, 20 Uhr sind wir ja live. Könnt ihr gerne vorbeikommen und zuschauen. Und jetzt seht ihr mal, wie das abgeht. Wir haben nämlich gerade einen Hype-Train und ja, jetzt ist Eskalation angesagt. Dankeschön, Maxi, für 5 Subs. Matze, Dankeschön auch für die Subs. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ja, immer wieder heftiger Support, muss man wirklich sagen. Immer wieder heftiger Support. Also, danke von Herzen, Leute. Dankeschön. Wirklich. Ja. Irre. Ja, ist jetzt in der Folge mit drin. Kann man nicht ändern. Ist halt so. Aber ist auch nicht schlimm. Kann ich auch hier direkt mal so Danke sagen an die ganzen Supporter bei Twitch. Also, das müssen wir ja wirklich mal so das Kind auch beim Namen nennen. Ne? Könnt ihr euch, Leute, habt euch eine YouTube-Folge verewigt jetzt mit eurem Namen. Matze, danke für 5. Ey, Lepo für 500 Bits und Fabian für 100 Bits. Dankeschön. Und Leon verschenkt da auch noch einen Sub. Komm, jetzt ist eh rum.
Jetzt ist eh egal, jetzt können wir ja auch in der Folge drüber quatschen, ist halt so. Oh Mann, ey. Danke, 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 sehr, sehr lieb von euch. Aber wir rufen mal schnell beim LU an. Junge, 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 ihr Verrückten. So. Krumbein, Unternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo Herr Krumbein, ich grüße Sie, Mensch. Das ist ja gut, dass Sie erreichen. Ich habe eine Frage. Ich habe doch damals Ihren Steinsammler gekauft, ne? Ja. Ich wollte mal fragen, wenn Sie mal wieder was zum Aussondern haben. Ich hatte mit dem Händler geredet. Ich weiß ja nicht, ob Sie vielleicht mal einen Traktor oder sowas erneuern müssten, ob da mal was ansteht oder so, was vielleicht für so einen armen Hofbesitzer wie mich mal wieder über den Händler vielleicht eine gute Hofinvestition werden könnte. Ja, bei Traktoren, also Traktoren haben wir halt eine größere Leistungsklasse. Ja. Die auch nicht gerade wahrscheinlich günstig ist. Ja. Da, also ich habe einen 1050 am Hof. Ja, den haben sie auch halb geschenkt gekriegt, habe ich gehört. Na, das sagt man nicht. Das war gar nicht halb geschenkt, das stimmt ja gar nicht. Oh, Ihr Kollege fährt gerade bei mir aufs Feld, Mensch, mit der Sämaschine, ist ja klasse. Also, ja gut, wenn Sie da was Genaues im Auge haben, dann fragen Sie nach. So kann ich Ihnen da leider gerade, also wir sondern Traktoren ungern aus. Wir haben auch viele im Mietkonzept, von daher... Ja, achso, verstehe. Was haben Sie da so? Also im Moment steht hier, also das ist glaube ich unser eigener, ja das ist unser eigener, ein 8R410. Was aber, okay, der hat da bestimmt schon einige Betriebsstunden. Ja, 17. Ah, das alte Ding, das muss doch weg. Also Herr Ferser, ich würde vermuten, das würde, also Sie haben ja eben bei 72.000 schon mit den Ohren geschlackert. Soll ich Ihnen was sagen? Ja. Ich weiß, was weg muss, was Sie wirklich mal neu brauchen. Und das ist jetzt mal ohne Witz mein Ernst. Ja. Sie brauchen mal eine neue Walze. Eine neue Walze? Okay. Ja, gucken Sie mal, über wie viel Felder die schon gefahren ist, was die für Hektar gemacht hat. Das olle klapprige Ding, die könnte wahrscheinlich wirklich mal ein neues Objekt gebrauchen. Ja, da könnten wir mal drüber reden. Die sieht wirklich die Farbe schon leicht ab. Da könnte man mal drüber reden. Ja, das habe ich nämlich gesehen bei Ihnen. Ja. Dass die Walze schon ganz schön gelitten hat. Ja, ja. Sie können ja mal beim Händler fragen, was sie dafür kriegen würden oder so, und dann habe ich vielleicht eine gute Chance, im Gebrauchtmarkt was zu ergattern. Ja, das können wir gerne mal machen. Alles klar, ich danke Ihnen vielmals. Ja, sehr gerne. Tschüss. Tschüss. Ich bin schon, also ganz ehrlich, ich glaube, das macht keiner der anderen Kontrahenten, oder? Das macht wirklich keiner der anderen Kontrahenten. Matze, danke schön noch für deinen Sub, Bruder. Tim, danke für dein Sub-Geschenk. Tommy und Wabis, danke schön für deinen Bits. Mann, 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 ihr seid eure. Markus, auch nochmal 1000 Bits. Menschenskinder, dankeschön. Neon, 400 Bits. Also jetzt ist aber jetzt geht's aber los hier. Leute, könnt doch den Hype-Train nicht schon wieder so. Alter, warte. Matze, auch mal 1500 Bits. Leute, ich bin hier in der Aufnahme. Menschenskinders. So, jetzt gucken wir, was das hier kostet. Dankeschön. Kuss, danke. Achim, auch nochmal 1000 Bits. Sag mal, jetzt ist aber gut. Dankeschön. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Hä? Achso, hier, Marsee. 12.000 würde mich das kosten, Leute. 12.000 den zu reparieren. Also, da sag ich ganz ehrlich, nee. Nee. Muss ich ehrlich so sagen. Muss ich jetzt ganz ehrlich so sagen. 12.000 bin ich nicht der Freund. So, warte mal, Walzen. Ansehen, zwei Helfer sind unterwegs. Das passt. Die fahren schön GPS hier. Das passt auf, dann machen wir jetzt mit dem... Och, da Leute, Dankeschön, Stix, danke für 48 Monate. Danke für die ganzen Bits noch, Leute. Selbstverständlich. Dann machen wir mit dem jetzt schon mal Pflanzenschutz. Pflanzenschutz 31, 32 und so weiter. Die Maschine reparieren, nicht den Traktor. Ja, aber meintet ihr nicht die ganze Zeit den Traktor reparierend? Muss ich jetzt mal ganz doof fragen.
Stellt euch mal vor, wir kriegen vielleicht eine große Walze vom LU. Das wäre auch eine geile Sache. Das wäre ja auch eine super Sache, oder? Dankeschön für die Witz, Leute. Danke, 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 ey. Seid doch irre. Hier steht noch unser Steinsammler, ja moin. Und der Anhänger steht auch noch da. Jetzt müssen wir auch mal langsam mal wieder aufräumen hier. Gibt's doch nicht. Am falschen Ende gespart. Hm. Ist richtig, aber wenn wir jetzt angenommen, wir würden jetzt alle Traktoren reparieren, dann sind wir gute 50.000, 60.000 los. Und das ist ja doch der kleinste hier im Bunde, glaube ich. Der 6.000er. Dann sind wir gute 50.000, 60.000 los. Und da sage ich halt ehrlich, da weiß ich nicht, ob sich das am Ende bezahlt macht. Ne? Das Geld muss ja erstmal wieder erwirtschaften. So. Dann würde ich sagen, fleckig aus. Warte mal, was haben wir hier Düngetechnik? Sind wir da fertig gewesen? Ja. Düngetechnik sind wir fertig gewesen. Okay, Sebi, danke schön fürs Sub. Theoretisch könnte ein Helfer doch fertig sein. Ne, der sieht noch an. Ach so, der macht hier die letzten Bahnen. Ja komm, dann düsen wir schon mal los. Dann düsen wir schon mal los. Muss ja nicht unbedingt der Helfer machen, können wir ja auch. Nee, muss der Helfer machen, oder? Dann mache ich lieber... Doch, das muss der Helfer machen. Ansonsten kriegen wir Probleme. So. Okay, passt perfekt. Super. So, jetzt wirklich Dankeschön nochmal für die Unterstützung, für den Support, für die ganzen Subs. Ernie und Seppi, Dankeschön auch an euch nochmal. Danke für die ganzen Bits. Wahnsinn. Wir sehen an, würde ich sagen. Wir könnten die Sämaschine hier, können wir mal gucken, was die kostet zum Reparieren. Das ist kein Thema, das können wir gerne machen. Überhaupt kein Problem, Leute. So, und jetzt rufe ich mal den Händler an. Und frag mal, ob da schon mal was gekommen ist. Was die Sämaschine, was die Walze betrifft. Jenny, danke für 25. Wein, ja. Hallo, Herr Wein. Ja, grüße Sie. Der Willi 666 hier. Ja, ich höre es. Achso, Herr Wein. Ja. Ich habe mit dem LU gesprochen. Okay, die würden, haben Sie Traktor über? Die würden aber tatsächlich darüber nachdenken, ihre Walze auszusondern. Okay. Vielleicht könnten Sie ja da mal anrufen und dann könnten Sie eine neue Walze verkaufen und ich würde die gebrauchte Walze kaufen. Ja, wenn das in den Zimmer kommt, dann kann ich mir das gerne angucken. Ja. Ja, oder Sie fragen mal, ob das stimmt, was ich Ihnen gesagt habe. Ja, die sind hier gerade wild am Fahren mit den Fahrzeugen. Von dir ist ja im Hof gefahren gerade und auch eine Walze ja, okay. Habe ich noch nicht gesehen. Weil Sie sehen den ja eher, Sie sind ja direkt vor Ort. Ja, ja, genau, wir blicken uns mal auf den Hof. Deswegen, ja. Ja, wie gesagt, die große Walze wollen sie aussondern. Da hätte ich auf jeden Fall Interesse dran, Herr Wein. Wenn sie die direkt wieder weiterverkaufen wollen, bin ich ihr Mann. Ja, sobald ich das höre von den Kumpel, dann sage ich ihm Bescheid. Ja. Dann werde ich bei Ihnen melden, dann kann er den wieder verkaufen. Nee. Das geht nicht. Sie müssen mir die verkaufen. Ach so. Ja, das haben wir ja das letzte Mal auch so gemacht. Wisst ihr noch? Ja, hab ich im Steinsammler, ne? Genau, genau. Also wenn dann möchte ich offiziell über den Händler, nicht dass ich Ärger kriege. Sie wissen, wie die Leute hier in der Gemeinde sind. Ach so, okay. Ratzfatz geht das nämlich. Ratzfatz. Ja, das kann ich nicht sagen. Nee, dann das müssen wir regeln dann. Ja. Na gut. Alles klar, ich danke Ihnen vielmals, Herr Wein, ne? Ja, gerne. Ansonsten gerne. Haben Sie Stress, haben Sie viel zu tun? Ist heute komisch mehr als sonst. Also ich bin recht. Echt? Ja, doch. Was hatten sonst noch so für Anfragen, wenn ich mal so fragen darf? Es gab noch Anfragen Schlepper und aber auch alle noch ein Sonderangebot. Was wollen Sie mit einem Schlepper? Was ich wird? Nicht, aber ein ganz kleiner, um die 90 PS nur, also nichts Großes. Och, du grüne Neune, wer sucht oder sowas denn? Ja, das ist ja Vertragsgeheimnis, darf ich nicht sagen. Achso, nee, das verstehe ich natürlich, das ist klar. Das ist natürlich klar. Dürfen Sie es nicht verraten, wa? Nee, das darf ich nicht verraten. Und was für ein Schlepper war es? Es ging um so 100 PS, glaube ich. Da war Marcel Ferguson, was kleines, aber es ging wirklich nur 100 PS, also 80 bis 100 PS, warum auch immer, aber... Was macht man damit?
Das weiß ich nicht. Alle wollen größer, schneller, breiter, nur einer ist hier, der nimmt das wohl. Ah, ich eigentlich nicht so. Ich habe einen sehr durchwachsenen, Hof, was den Schlepper betrifft. 50 ist, das ist ja schon. Ja, aber ich habe auch einen 6000er Marseille. Ich mein, ja, ich habe viele in eine Aktion gekauft. Das war nicht gerade unclever. Den Marseille Ferguson? Hm? Ferguson? Ja, den habe ich auch in der Aktion gekauft. Ja, bei dann freu ich mich. Genau. Nee, aber da muss ich sagen, bin ich eigentlich auch sehr zufrieden mit allem. Also bis jetzt auch die Maschinen laufen top. Naja, ich bin ehrlich, die könnten meine Wartung gebrauchen. Okay. Ne, aber das Problem ist ja, ich sage Ihnen ganz ehrlich, wenn Sie da mal vielleicht ein Angebot haben, Schlepperwartung oder sowas, ja, ne, für einen guten Preis, dann sagen Sie da gerne mal Bescheid, weil, also bei mir in meiner kleinen Privatwerkstatt, ich würde das ein Vermögen kosten. Okay. Ja, ja. Ob wir da was machen können. Nicht, wenn man weiß, womit ist, ne? Was für Teile wir bestellen müssen. Ja, ja. Und das ist ein bisschen unterschiedlich. Von, auch von Hersteller aber zu Hersteller. Es ist natürlich ein bisschen teurer als Massive Ferguson. Aber Sie als großer Händler haben ja vielleicht dann nochmal andere Konditionen, die Sie da kriegen können. Das könnte durchaus sein, ja, klar. Ja, vielleicht gibt es da ja mal eine Aktion oder so, man weiß es ja nicht. Ja, ich kann mich hier gerne umhören. No? Alles klar. Danke Ihnen vielmals, einen schönen Tag noch. Auch so, tschüss. Ciao. Wir müssen nochmal in die Dispo schnell. Denn wir müssen noch einen Auftrag geben. Der ist nämlich jetzt gleich fertig mit Ansehen. Und da würde ich ganz gerne einen Folgeauftrag geben. Kronbein Unternehmen, wie kann ich Ihnen helfen? Hallo, die 32 Walzen würde ich gerne als Folgeauftrag geben für den Willi 666. Sehr schön. 32, ne? Ja. Und dann, wenn Sie wollen, können Sie Weize direkt zu mir stellen. Wir haben mal geguckt. Ja. Was wären Sie denn bereit zu investieren? Ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, was die Weize kostet. Ich habe wirklich keine Ahnung. Was hat sie denn drauf? Kann man das sagen irgendwie? Also wie viel sie... Wie viele Stunden? Ja, was sie jetzt so runter hat. Moment... Ah, knapp ein bisschen mehr als 7. Schwierig. Waren Sie mal beim Händler? Ja, ja. Es ist echt schwierig. Oh, mein Sack tut es alle. Vielleicht so. Ich überlege. Ja, ist ja auch nur eine Walze, ne? Ja, ja, also es ist nur eine Walze, aber dafür eine ziemlich große Walze. Ja. Sie müssen überlegen, pro Hydraulikzylinder bezahlen sie 10.000 mehr wahrscheinlich. Das ist so, ne? Ja. Ich hätte so vielleicht zu so 30 gedacht. Und ich kenne mich nicht aus, Herr Krombein. Wenn Sie mir jetzt, Sie werden mir wahrscheinlich einen Preis, haben Sie jetzt gelacht, weil ich Ihnen zu viel geben will? Nee, mit Sicherheit nicht. Sind Sie mich nicht über den Tisch, ich bin armer Bauer. Aber ja. Ich weiß tatsächlich nicht so genau, wie da die Preise sind. Ich will Sie ja jetzt nicht schocken, aber dann sollten Sie lieber von dem Kauf absehen. Was würden die denn noch kosten? 90. What? Ja. Eine Walze? Ja. 90? Ist das derbe? Das ist schwer, also Schrottpreis, das ist ja auch schon mal was, also Metall kostet halt viel. Ja. 90.000, was kosten die neu? Da müssen Sie den Händler fragen. 90.000. Ist da ein bisschen Spielraum oder ist das Festpreis? Also das wäre jetzt unser Angebot vom Händler. Sie werden wahrscheinlich noch ein bisschen mehr zahlen. Ich werde 75 zahlen, ja. Das ist halt die Frage, wie gut Sie mit dem Händler klarkommen. Ach so. Boah, das ist krass. Das ist eine ganz schöne. Boah, da habe ich. Also, ich habe echt mit weniger gerechnet, muss ich wirklich zugeben. Aber ich meine, Sie denken sich den Preis auch nicht aus. Nee, das ist ja der Einkaufspreis vom Händler. Also, da machen wir ja nichts mit. Ja, das verstehe ich.
dann würde ich einfach bei dem Händler nochmal anrufen und würde da mal fragen. Alles klar. Na. Aber Herr Ferser, ich muss sagen, Ihr Hof ist echt schön und ganz schön verwinkelt. Ich habe hier nämlich gegen... Wo hängen Sie denn an welche Ecke? Ich kenne auch jede. Ja, hier ist so eine... Ach, ich sehe sie. Ja, weißt du mal, mit dem kleinen Drecker? Ja, ich habe hier eine Walze für Sie. Was für eine Walze? Eine kleine. Vielleicht können Sie sich die ja leisten. Wow. Jetzt wird's aber schon richtig, ja? Jetzt wollen sie schon sticheln schon wieder in die Wunde rein. Ich habe nur einen Gegenvorschlag gemacht. Jetzt, Moment, ich komme zu Ihnen. Ist überhaupt kein Problem für mich. Ich komme zu Ihnen, wo sind Sie denn? Vorne am Kuhstall, Moment. Ich bin jetzt hier bei Ihnen, glaube ich, oder? Ja, die Weizen, die können Sie gleich wieder rüberfahren zu sich. Okay. Sie müssen aber Zeit haben, wenn Sie hier noch mit dem schon hier ein bisschen auf... Ja, ist klar. Wie lange soll ich denn da walzen, bitte? Es war nur ein Vorschlag. Die nutze ich immer für unseren Garten, Amelou. Nee, danke. Wird nicht. Okay. Gut. Ach, wegen dem Trecker hatten Sie ja auch gefragt. Ja. Dann liegen wir so bei 200.000. Nee, also mit der Walze 90.000. Ich würde mit den Händlern einfach mal fragen. Haben Sie zufällig eine Info für mich, was die Walze so für eine Leistung? Na gut, ich habe 1050. Von daher. Ja. Okay, brauchen wir nicht drüber reden. Gut, dann weiß ich Bescheid. Ich danke Ihnen vielmals für die Infos. Ja, sehr gerne. Tschüss. 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 Tja, Leute. Jetzt schreibt mal in die Kommentare. Walze kaufen, Walze nicht kaufen. Das ist natürlich so die Frage. Ist eine ganz schöne Dings, aber wir könnten natürlich unsere Walze verkaufen. Da müssten wir ja auch ein bisschen Geld für kriegen. Moment. Zwei, drei Betriebsstunden, das ist natürlich, 17.000. Nee, echt jetzt? Ich habe jetzt echt gedacht, jetzt gibt es noch richtig Cash dafür. Och nee, ey. Das ist ja nicht der Ernst. Na gut. Wir sind erstmal fertig. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da, meine Lieben. Ich bin erstmal raus. Tschüss, euer Manus.